Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu K-Mechanik Simulator. Ah, wieder ein bisschen simulieren. Und ich habe ja so eigentlich mal vor, dass wir die Kampagnenaufträge mal fertig kriegen. Irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt sind. Reparatur und Verwendung von Teilen. Mindestzustand sehen wir nicht. Servus. Ich komme mit einem ungewöhnlichen Auftrag. Ich habe dieses Auto bei einer Auktion gefunden. Es ist neu und auf den ersten Blick kann man sich fragen, was mit einem solchen Fahrzeug wohl nicht in Ordnung sein könnte. Das Problem ist, dass es sich um ein Spenderauto handelt. Neu, gerade gekauft, ohne Motor. Deshalb konnte ich es auch für einen Bruchteil des Preises eines neuen Autos kaufen. Jedoch ohne Motor. Ich habe versucht, irgendwo eine komplette Antriebseinheit zu bekommen. Aber es scheint, dass dieses spezielle Modell sehr stark nachgefragt wird. Und ehe ich mich versah, stand ich vor deiner Tür. Bitte implantiere meiner Neuwerbung ein Herz. Ich weiß, es ist eine mühsame Arbeit, aber in diesem Fall rentiert es sich. Danke und bis bald. Was? Er hat keinen Motor. Der möchte also gerne wieder ein Herz. Ein Herz. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich. Moment. Das ist mal ganz kurz schwarz, weil ich euch das umtausche hier. Entschuldigung. Ihr müsst gleich wieder Bild haben. Hoffe ich. Hallo Bild. Ja. So, jetzt seht ihr nämlich auch nicht mehr, was ich mache, weil ich will bloß einfach ganz schnell wo reingehen. So, es lädt, man merkt es. Aber schönes Auto, ne? Spectre. Okay. Der braucht einfach 3 Jahre, um das mal zu öffnen. Hallo. Oh. Ach, der macht das, checkt erstmal Updates und bla bla, dieses Programm. Okay. Was kommt denn hier bei dir rein, Kollege? Motorausführung. V8. Aha. So, nichts davon ist da. Okay. Aber der hat auch kein. Genau. Da muss ja auch noch ein Motor rein. Ein Motor. Nämlich, das mache ich das mit dem Ding. Ich denke mal, aber das wäre das Beste. Wäre ja dumm, wenn ich es nicht tun würde. So, ist das Ding jetzt fertig hier? Ich muss da rein jetzt. Mach doch mal. Checking Updates 9 von 15, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Oh, ja. Was soll ich sagen? Es ist ein Krampf. Sehr geehrte Zuschauer, wie Sie sehen Sie hier nichts, ja? Ich lasse den erstmal, ja. Gut. Also. Wir brauchen einen Motor. Da ist ja keiner drin. Was willst du da rausholen? Okay, irgendwas hat er rausgeholt. Keine Ahnung. Ach, hier, guck mal. Den hier. Oh, das ist nice. Also die nicht existierenden. Habe ich noch so einen da? Motorblock? So einen schönen Motorblock? V8.
Wichtig ist, dass das nachher auch passt, sonst haben wir echt ein Problem. Motorblöcke. Irgendwo hier. Irgendwo hier habe ich Motoren. Das sind Getriebe. V8i. Sogar ein V10 hier. V12. Oder Block V8. Ich hoffe, das passt. Der sollte passen. Okay. Ist das jetzt hier? Ja. Stunden später. So, dann wird das nämlich jetzt auch hier unterdrückt, die Musik. Genau das wollte ich. Kurbelwelle V8 und das und jenes und dieses. Warte mal. Kurbel. Kurbelwelle V8. Da haben wir ja schon eine. Wir haben Lichtmaschine, Servopumpe. Lichtmaschine, nee. R4, oh ne. Lichtmaschine brauchen wir hier. Und Servopumpe wieder hier. Dann bauen wir die mal hier rein, wa? So, das wäre das. Ich hoffe echt, dass das nachher auch drin passt. Den brauchen wir sowieso neu. Wir brauchen 8x Kolben Loyal. Und Ringe. Ganz normale Kolbenringe. Kolben mit Loyal brauchen wir tatsächlich bloß noch 6. 6x. Ja, hier werde ich halt nicht tunen, weil es ja ein Kampagnenauftrag. Da verbaue ich allerdings 8. So, sehr gut. Habe ich den schon? Nein, habe ich noch nicht geholt. Zylinderkopf. Ja. Habe ich den da? Zylinderkopf V8. Zylinder hatten wir doch immer da, oder nicht? Au, ach. Aber es ist auch zwei Damen, ne? Am besten, meine ich. Nö, habe ich aber nicht. Nein. Den haben wir. Haben wir Kurbelwelle. Haben wir Ölfilter, brauchen wir noch. Kolben mit Pleu haben wir. War erstmal den schnell. So.
So, dann schrauben wir das Ganze mal an. Jawohl. Ein Traum. Bauen wir viermal. Dann passt das. Die brauchen wir auch viermal. So, dann dich einmal rein und dich einmal rein. Nein. Ich wollte eigentlich hier. Immer rein damit. Immer rein. So, ich hoffe, wie gesagt, dass das passt, sonst habe ich ein Problem. Warum ist sie eigentlich? Wurde mir ja angezeigt, also. Aber das ist halt so, dass wir immer ein Modell hatten, natürlich, was vorher da war, was wir auseinandergebaut haben, weil es kaputt war. So, dann dich mal. Also ich versuche das schon jetzt so schnell wie möglich zusammenzubauen. Denn ist ja auch immer sonst das gleiche. Steuergehäuse. Und einmal rein damit. So, okay. Dann haben wir ihn hier. Ihn hier, ihn hier. Ich nehme die erstmal alle mit rein. Das meiste werde ich sowieso dann brauchen. Also kaufen. Steuergehäuse haben wir gerade geholt. Dann haben wir hier mal zwei. Den Abgaskrümmer. Wir brauchen einen davon. Einen davon. Fünfmal davon. Nur eine hiervon. Einmal die Wasserpumpe. Pumperwellenriemenscheibe. Oh, ändere Schrauben. Das ist ja fürchterlich. Ich habe keine Automatisierung hier. Naja. Okay. Ich hatte ja tatsächlich noch einige im Inventar, aber ja, war ja nicht. Aber eben nachgekauft, ist ja egal. So, du noch. Den Spanner. Dann kriegt er hier aber auch neu, war. Um den Grolle-Typ. Hier. So, dann wäre das schon mal das hier. Dann die Krümmer dran.
Rosseklappe muss ja auch nachgeholt werden. So, gut. Dann drehen sie sich mal. Jetzt überlege ich gerade, habe ich denn noch welche davon da? Bläulagerdeckel, einen habe ich auf jeden Fall, 100er. Oh. Was habe ich hier da? Nix. Ja, da hole ich mir mal ein paar auf jeden Fall. Ah, jetzt einfach erstmal nur 10. Yeah. Schrauben. Okay. Einmal die Ölbänder drunter. Jo, guck mal an. Das müssen wir natürlich alles noch dran babbeln, aber das andere ist fertig. Und die Sachen mache ich jetzt noch. Die habe ich jetzt mit Absicht drüben nicht gemacht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Nein, wollte ich da gar nicht, du. Haha, du sollst weggehen. Gehen Sie jetzt. Danke. So. Dann brauchen wir dich. Nein. Ich 8 mal bitte. Bitte 8. Vielen Dank. So, dann kommen die auch mal rein. Da können wir das andere Zeug dann anbauen. Flammenrohr etc. Anlasser fehlt ja auch noch. Ganz klar. Dann brauchen wir dich noch 8 mal. So. Na, geht doch rucki zucki hier. Müsste zweimal eigentlich derselbe sein. Wir müssen einmal wechseln. Ja, das ist zweimal dieselbe Abdeckung. So. Dann werden wir ihn mal nach oben fahren. Dann müssen wir mal runter gucken. Ja, wenn du natürlich ein Auto kaufst, so ohne Auto, bist du ja auch abgeschmissen, wa? Möchte ich sagen. Also, er hat ja nicht nur Motor, auch das Getriebe ist ja nicht da. Es fehlt einfach gänzlich. Flammenrohr mal 2. Ich hoffe, da will nichts getuned haben, das habe ich nämlich gar nicht nachgeguckt. Schäbig, so wie ich bin. Scheinwerfer-Einstellung, nö, wechseln, bla, repariere, tausche, ja. Okay,
Dann machen wir das mal hier. Na, Sprungrad, hallo. Danke. Kupplung. Scheibe. So, jetzt reicht's mir aber hier. Mach mal weg. Ja, zu viel. Hatte ich davon noch eine? Nee. Und die Druckplatte und den Ausdrücker. Ausdruck. So. Dann haben wir hier noch ein paar Schrauben dran. Und einmal das hier. Dann haben wir ein Getriebe. V8. Die Kardanwelle kann ich ja nicht reparieren. Das heißt also, eine 100er werde ich wohl nicht da haben. Entschuldigung. Kannst du mal jetzt... So, dankeschön. Vielen Dank. Dann haben wir noch den Anlasser. Den finden wir natürlich... Nein. Nein. Jo. Hier bitte einmal hier. Da ist alles in Ordnung. Da ist alles dran. Na, guck mal. Hier dich. Motorhaube, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Stoßstange, bla. Die brauche halt komplett neu, ne? Okay. Das ist das. Das ist das. Gut. Nein, muss man jetzt bitte Karosserie Salem. Das kommt mal weg. Nochmal hier die Motorhaube. Einmal den. Einmal den. Und einmal den. Na, schau mal an, du. Vorderes Nummernschild. Das ist komplett leer. Eigentlich ist es irrelevant, was wir hier für eins holen. Ich weiß gar nicht, wo gibt es denn hier die leeren Dinger eigentlich? Ich hole jetzt irgendeins, das ist ja egal. Naja, das muss es nicht unbedingt. Hier, Albanien. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ah, Germany hätte ich auch noch. Guck mal, nehmen wir Germany. Yep. Damit ist das Nummernschild. Für dich. Einmal das Öl rein. Und dann passt das. Dann passt das. Nicht, dass es überläuft hier. Hier ist alles noch drin, ne? Hier ist alles neu, alles komplett schickimicki. Da. Dann gehen wir mal zum Sprühen.
Und zwar im Originallack müssen wir das sprühen. Originalfarbe. Dann ist er weiß. Naja, wenn der das wünscht. Na, guck mal. Schickes Auto. Schick, schick. Und nochmal auf den Diagnosepfad, bitte. Spur ist alles okay. Dann stellen wir eben die Scheinwerfer ein. Ist klar, wir haben die ja auch gerade gewechselt. Müssen ja neu kalibriert werden. Fertig! Ja. Fällt mir schon das Auto. Guck mal, fertig. 61.000 haben wir gekriegt. Ja, läuft. Und wir waren ziemlich zügig mit dem Motor. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.